Hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas in der hoffentlich letzten Aufnahmesession. Ja, Wir ziehen das durch. wir haben uns vorgenommen, das Spiel jetzt durchzureißen. Es sind jetzt noch 7 Kapitel. Und ja. Nee, gar nicht, nicht 7 Kapitel, sondern 7 Abschnitte vom dritten Kapitel. Gut. Licht habe ich schon mal Moment, es ist angemacht. sehr dunkel. Ich will mal was probieren, wenn ich hier dunkel mache. Okay. Ich habe gerade den Laptop dunkler gemacht, weil Der dich blendet. ich werde halt vom Laptop geblendet und vom Licht im Flur. Ja, das erklärt Deswegen auch, habe ich. warum du nichts siehst. Gut, dann würde Und ich ich sehe sagen, trotzdem nicht wirklich viel. gehen wir mal los. Dieses Kapitel heißt Tödliche Leere. Das sind Batterie, Batterien? Batterie. Ja. Eichhölzer en masse. Klebt eine Spinne. Ja. Eichhölzer. Quietscheentchen. Entchen, nur mit dir. Hier scheint nichts zu sein, ne? Nee. Doch. Ah! Schlüssel. Dann mal weiter. Hier sind Okay. jetzt ziemlich viele Spinnen. Ja. Und ich muss immer noch leise sein. Da kleben sie auch schon wieder. Lichtschalter? Ah. Ich bringe die wirklich. Ja, vorbei. Doch, Wasser. Alter, wie groß die Viecher werden. Ja. Gar nichts Danke. Schreckliches. Entschuldigung. Okay. Ich habe nicht hingeguckt. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, das kommt vom Flur. Aber hier schien irgendwas zu sein. Null. Ich hab die Augen zugemacht. Ich habe nichts gehabt. Oh, hier ist natürlich Sicherung kaputt. Da ist der Schlüssel. Schlüssel. Irgendwas? Hängt nicht irgendwie an der Decke? Nö. Das können wir machen. Mit dem Schlüssel können wir jetzt wahrscheinlich hier rein. Jawohl. Langer Flur mit Licht. Die Oma. Die Oma. Okay, das ist das Licht, ne? Es flackert ein bisschen. Kein Lichtschalter, nur eine Kerze. Wow. Genau. Ein Vogelkäfig. Ohne Vogel. Aufzeichnung? Nein. Ich will irgendwas mitnehmen. Das ist eine Funktion, die ich halt auch gerne mal vergesse. Ist da ein Schlüssel? Ja. Nicht wundern, ich hänge ein bisschen in meinem Pulli drin. Oh nö. Die Taschenlampe spackt ganz schön arg rum. Ja. Ich geh mal zur Kerze. So. Wahrscheinlich musst du die Türen immer wieder. Meinst du? Ich glaube schon. Ach komm, dann mach ich auch die Taschenlampe an, damit das richtig lustig wird. Telefon? Telefon? Hallo? Hallo?
Ja, gut, ne? Vase nicht. Uhr macht auch kein Plong. Ja, das ist in meiner Hand. Der Käfig. Na gut, ne? Telefon ist weg. Ja. Moment. Ich glaube, da verschwindet alles noch Ich einmal. wollte gerade sagen, hier verschwinden nämlich, da waren nur noch Bücher drin, hier waren Vasen. Da ist eine Vase. Jetzt mal hier hin. Ja, hier fehlen auch Bücher. Die Vase ist weg. Deswegen tödliche Leere, wa? Es stimmt, wenn der Vogelkäfig verschwunden ist, ist hier. Guck mal, hier sind noch ein paar Bücher. Hier ein bisschen rumspielen. Ja, siehst du, die Bücher sind weg. Vogelkäfig? Jetzt ist der Vogelkäfig weg. Das war jetzt meine Taschenlampe. Es verschwindet echt alles nach und nach. Wow. Es ist unangenehm, das Gefühl. Ja, der Stuhl ist weg, ne? Ja. Meine Taschenlampe ist echt ein Stimmungskiller. Der große Schwank ist weg. Der kleine da auch. Hallo Schreibtisch. Nee, tschüss. Ach ja, tschüss Schreibtisch. Die Uhr ist weg. Totenstille. Das ist ja auch schön. Das Bild an der Wand ist weg. Ja, die Batterie meiner Taschenlampe auch. Geh wieder an. Jetzt ist alles weg, außer die Lampe. Also, Kerze, jetzt ist die auch weg. Ich gehe da mal. Dies ist natürlich ganz praktisch. Na komm, Taschenlampe, geh aus. Und dann lass was passieren, wenn die Taschenlampe aus ist, dann sehen wir es nicht. Doch langweilig. Okay. Drehen wir gleich wieder ein Oh. Porno? Wer jetzt. Uah. Wer jetzt wegen dieser Aussage verwirrt, ist The Nightfall. Guckt's euch an. Angucken. Da ist was ganz Lustiges drin. Hallo, Das war der Schwester! Knirps. Hä? Das war doch dieser Knirps. Das war Annabelle. Also, habe ich nicht gesehen, ich habe nur was Schwarzes gesehen. Mein Gott. Da ist irgendwas lang gehuscht. Habe ich nicht gesehen, ist auch gut so. Bei den Spinnenbeben nachzuurteilen, weiß ich, was es gewesen sein könnte. Eine Ratte? Oh, süße. Das war tödliche Leere. Das war das.
Erstes Kapitel. Oder der erste Abschnitt dieses Der erste Kapitels. Abschnitt, ja. Es ist sehr dunkel. Ja. Noch nicht schon wieder. Ach nee, kommt Leute. Katakomben schon wieder. Nein, nicht ausnutzen. Nee. Große Maschinen? Wegen keiner Batterien, ne? Ne. Da war das Licht an. Der ist so schön. Also wenn irgendwo Licht an ist, beschwere ich mich mal nicht. Da ist eine Tür. Komm, seine Silent Hill Tür. Oder auch nicht. Batterien. Ja, Ballerin. So. Riesige Maschinen. Kann nichts machen. Schön, wenn es hier ein Batterielager geben würde. Oder mal ganz viele sind. Ja. Klatschnasse Hände. Der Raum eben irritierte mich jetzt. Kaputter Sicherungskasten. Ah. Fallen. Ja, aber. Hatten wir jetzt einen anderen Weg? Nee. Bleibt uns ja nichts anderes als hier lang zu gehen. Klickt das zwar immer wieder an, um ganz sicher zu gehen. Oh, das klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Ich vermute mal, jetzt werden wir gejagt. Ich hab die. Ausgewichen. Ja. Vorsicht. Oh, eine Sackgasse, wie fies. Diese Musik dazu, ne? Warum wusste ich es? Ja, es war eigentlich klar. Ultra ekelhaft. Nur noch eine Batterie. Yay. Also durchrushen gleich. Ob es noch mal Batterien gibt? Ach, die einzigen Batterien, die ich vermutet hätte, wären hier in dem Raum gewesen.
Oh ja. Hier, die hier. Ja. Aber die muss ich gleich halt nachladen, sobald das heißt, ja, hier, ne? Ja, ja, ja. Jetzt. Am besten, oder? Nee, ich warte wirklich auf den letzten Moment. Du schaffst das. Ja. Weiß ich, wir. Du läufst, ich nicht. Ich guck nur zu. Ich versteck mich in meinem Pulli. Das klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Und nicht stehen bleiben. Ich habe ihn gerade hinter mir gehört schon. Bin fest! Geht's nicht weiter! Da geht's nicht weiter! Doch, doch, doch! Komm schon, komm schon, komm! Boah! Wie unfair war das denn jetzt? Ja, das war echt für'n Arsch. Das war echt unfair. Was soll ich da machen? Ich kann nichts anderes als durch dieses Spinnnetz zu rushen. Ja, eben. Und dir geht zwischendurch nicht die Puste aus, ja? Sie ist eine komplette Sprinterin. Okay. Also dann toi toi toi, also. Ja, da kann man echt von Glück reden. Nicht, dass sie sich nämlich irgendwann denkt, oh boah, ich kann nicht mehr. Ein Spinnnetz habe ich jetzt nicht verstanden. Mm-mm. Aber sonst gut durchgekommen. Alter. Und go. Das klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Da wieder. Ich laufe einfach mal in die andere Richtung. Irgendwie. Oder? Häng fest. Läufst du wieder zurück? Keine Ahnung. Hast du dich auch gerade auf rote Licht konzentriert? Nein. Also ich habe es zwar gesehen, aber es war für mich jetzt nicht so relevant. Das wird wieder Spaß.
Uiuiui. Ich habe jetzt echt so überlegt, so, warum? Wo, was? Welche Richtung mit dem Spinnennetz? Muss ich da mich wirklich so hin und her bewegen oder was weiß ich? Ja, aber es zieht dich ja trotzdem nur in eine Richtung. Ja, die Sicht verschwimmt auf jeden Fall. Ja. Der Vorteil ist, wir verlieren halt keine Batterie in der Hinsicht, weil ich mit dem Status der Batterie anfange, den wir davor hatten. Okay. Deswegen laufe ich hier jetzt gerade durch im Dunkeln. Tut mir leider leid so für die Zuschauer, ne? Aber... Ja, minimal sieht man ja bestimmt was. Wahrscheinlich mehr als ich, aber... Ich wollte gerade sagen, echt wenig. Wenn ich das so in der Aufnahme sehe... Ich meine, ich selber, ich sehe auch sehr wenig. Ich sehe echt nur im letzten... Ja, das ist jetzt nur noch Gefühl. Aber, ja, man kennt den Weg dann irgendwann, ne? Also ich bin gerade megamäßig am Zittern, ey. Ich habe klatschnasse Hände. Weil zum Beispiel, ab hier geht's halt los. Ja. Das klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Deswegen bin ich auch so still, weil ich mega konzentriert bin. Ja, ja, dann mach. Ich lass dich auch. Ja, schönen Dank. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst helfen könnte. Da hätte ich rechts also vorbeigemusst. Ja. Okay, also ich hab glaube ich die Funktion des Spinnennetzes verstanden. Das soll einfach... Hä? Es hält uns... Nein, es hält uns einfach nur eine gewisse Zeit auf, dass der Hund echt gefährlich nahe kommen könnte. Uff. Also noch weiter. Auf ein neues... Der Gänger, du sollst mich hier ein bisschen, ne, entstressen und mitzugucken. Wir haben schon teilweise Schlimmeres hinter uns. Das klingt nicht gut. Nicht wie weg hier. Naja, sowas zum ersten Mal, also...
Lass mich durch, 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 lass mich durch. Lass mich durch. Sinte. Ja, oh. Jetzt habe ich so kurz die Befürchtung gehabt, scheiße, jetzt treffe ich die Türklinke nicht. Oh. Gut, Leute. Ich werde mich hier. Ui. Einmal auf Pause. Oh. Und damit beenden wir eine entspannte erste Runde in Obscuritas. Eieiei. Mächtig böse. Ganz ehrlich. Der Hund war anfangs sehr gruselig. In der Mitte sehr nervig. Aber jetzt fand ich. Ich fand ihn jetzt richtig genial eingesetzt. Darauf habe ich tatsächlich wirklich gewartet, dass er uns wirklich jagt. Ja, aber es ist. Es ist. Man kann sich dann halt nicht umgucken, weil zum Beispiel unterwegs war eine Tür. Was ist dahinter gewesen? Es war eine Falle. Ja? Es wird sicher nicht eine Falle gewesen sein wie der eine Raum. Mhm. Diese Sachen, das werden wahrscheinlich so Sachen gewesen sein, wo du reinläufst, weil du denkst, Tür, Ausgang. Ja, oder mal kurz verschnaufen. Vielleicht Batterien oder keine Ahnung, ein Hinweis. Kein Plan. Möglich, aber kann ich mir nicht vorstellen bei einer Hetzjagd. Das Vieh, das wird ja dann nicht mit mal so vor der Tür stehen und sagen, okay, komm wieder raus, du hast, keine Ahnung, 10 Sekunden Vorsprung und dann jage ich dich weiter. Oh, Alter, ich habe gerade echt mega zitternde Hände. Und die Trittplatten, die waren tatsächlich sehr gut gesetzt. Diese eine direkt hinter der Kurve, die war mies. Ja. Die war richtig mies. Ich weiß nicht, entweder du musst richtig scharf nehmen oder voll weit ausholen. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, wie ich immer die Seitschritte gemacht habe. Alter Schwede. Und dann waren meine Augen immer so nach vorne auf dem Fußboden, ob da nicht doch noch eine Dose kommt. Mhm. Und dann war wieder ein schneller Blick oben nach rechts auf die Batterieanzeige, ob ich nur zwei Batterien habe oder zwei Balken noch drin habe, dann hätte ich nämlich schon nachgeladen. Und wieder ja, runter. Bei den Dosen habe ich halt echt so eine Befürchtung, dass der Hund dann echt nochmal einen argen Sprint einlegt. Mhm. Dann nochmal richtig aufholt. Genau, das war nämlich so die Befürchtung. Aber ja, entspannte erste Runde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.